Wir sind frei geboren. Ja, deshalb diese Freiheit zu erkennen, ist ja, weil Freiheit ist ja eigentlich auch eines dieser Dinge. Es ist kein Ding, es ist kein Ding. Genauso wie Liebe, die nicht außerhalb wirklich von uns zu finden ist, wenn wir sie nicht selber haben. Genauso wie Gott ist in uns, verbindet uns alle. Und das wirklich zu erkennen, ist wirklich der Punkt der Praxis von kein Ding, dass ich Ihnen hier vorstellen möchte. Willkommen zu Hause. Das ist auch eine Einstellung. Es ist nicht wirklich ein Platz, wo man ist, wo man aufgewachsen ist. Es ist mein Zuhause, meine Eltern, meine Familie. Dieses, wo auch immer du bist, ist dein Zuhause. Und wir alle sind Familie in dieser Welt. Das Leben ist eigentlich einfach. Das Leben ist wohl eine Kunst. Wir verlernen das natürlich für offensichtliche Gründe. Wir werden Teil von der Matrix, die alles kontrolliert. Aber wir sind das nicht. Wir sind Natur. Wir sind wie ein Baum. Und wir müssen wachsen und uns frei und falten, gemäß den inneren Kräften, die uns ein lebendiges Wesen machen. Wir sind frei geboren. Aber wir verlernen das, wir vergessen das. Und dann wird es ein Ding außerhalb von uns, das wir versuchen zu erreichen und zu verteidigen. Aber das ist ja der Punkt hier von keinem Ding, Sie daran zu erinnern, dass es wirklich ist ein Bewusstsein. Es ist eine Energie. Es ist, was uns mit allem verbindet. Es ist, was wir erschaffen durch unsere eigenen Erfahrungen. Es ist, was wir lernen. Es ist, wer wir sind. Dadurch erschaffen wir die Welt genauso, wie sie ist. Und wir sind hier, jetzt neu zu sein. Miteinander. Wirklich einander zu lernen. Jeden Moment in unserem Leben wirklich mit Bewusstsein, bewusst zu sein, ist wirklich eins zu sein, ist neu zu sein, ist jetzt zu sein. Das ist wirklich kein Ding.